Zur Pressekonferenz. Ja, Manfred, gestern haben wir noch gesprochen. Das wird ein schweres Spiel, eine harte Nuss, Alltag. Ich denke, es hat sich nach den 90 Minuten auch so bewiesen, dass es tatsächlich eine harte Nuss ist. Ja, ist leider so geworden, wie ich es erwartet habe oder wie ich es schon vor dem Spiel gesagt habe, dass das ein sehr schwer zu bespielender Gegner ist. Das war ein sehr kompliziertes Spiel für uns. Ich glaube, dass wir erste Hälfte klar kontrolliert haben, dass wir die zweiten Bälle gewonnen haben, all die Dinge, die wir sich vorgenommen haben, haben eigentlich ganz gut funktioniert, aber Alltag hat es uns wirklich schwer gemacht, ins letzte Drittel zu spielen, die Torchancen zu kreieren und ja, zweite Hälfte ist dann ein bisschen ausgeglichener geworden, aber trotzdem, ja, wenn du die wenigen Torchancen nicht machst, dann kannst du so ein Spiel auch nicht gewinnen. Dankeschön, Manfred. Fragen bitte, falls es Fragen gibt. Florian Krüger von der Kronenzeitung beginnt. Manfred, vor der Pause waren ja in Wahrheit zwei, drei gute Chancen dabei. Nach der Pause bis zum Suttner Freistoß eigentlich fast gar nichts mehr. Teilweise zu ungenau, überhastet, ihr seid nicht mehr in die ganz gefährliche Zone gekommen. Was war da das Schwierige? Ja, so wie gesagt, aber man muss einmal sagen, dass das Alltag wirklich gut verteidigt. Das ist ja nicht das erste Spiel, dass man das sieht, sondern die machen das richtig gut. Und dann war es so, dass die Mannschaft das Spiel unbedingt gewinnen wollte. Also das habe ich schon gefühlt und das hat man gemerkt, aber es war überhastet, es war nicht genau genug. Wir müssen an der Präzision arbeiten, wir müssen schauen, dass der letzte Pass besser kommt. Aber trotzdem war es sehr, sehr schwierig, da vor das Tor zu kommen. Also sie haben es nicht leicht gemacht und am Ende würde ich sagen, wir waren vielleicht ein Tick näher dem Sieg, aber das Unentschieden geht in Ordnung. Warte, Entschuldigung, mit einem Mikro, damit man das die Fragen hört. Ist dann die gelb-rote Karte genau zu diesem Zeitpunkt gekommen, wo man noch zur Schlussoffensive angesetzt hat? Da hat man das Gefühl, da könnte vielleicht noch etwas gehen? Ja, wir hatten zwei, drei so Situationen, nicht wirklich große Torchancen, aber wo vielleicht Ohio aufs Tor weitergehen kann und wo wir die eine oder andere Situation gehabt haben. Natürlich hat uns diese rote Karte nicht in die Karten gespielt, aber ja, grundsätzlich geht das Unentschieden für mich in Ordnung. Weitere Fragen. Nochmal Florian Krüger von der Kronenzeitung. Wie hast du die Aktion gesehen mit De Marco im Strafraum? Ich habe es leider noch nicht gesehen, aber ja, wenn es eine Schwalbe war, dann gibt es eh keine andere Entscheidung, wenn er nicht berührt hat. Ja, schade, dass das so passiert ist, aber ja, mache ich ihm keinen Vorwurf. Manfred, was könnt ihr mitnehmen von diesem Spiel? Ja, es waren doch einige gute Aspekte dabei, so wie ich schon angesprochen habe. Erst einmal die Leidenschaft, es war wieder alles da, aber wir haben das Spiel kontrolliert, wir haben die langen Bälle, die zweiten Bälle kontrolliert und die Gefahr bei Alltag ist natürlich, dass du ins offene Messer läufst. Irgendwann ist ein zweischneidiges Schwert irgendwo zwischen Offensive und Defensive. Brauchst du eine gute Restverteidigung, das haben schon andere Mannschaften gemerkt und das haben sie richtig gut gemacht. Wir haben zu Null gespielt, kann man sagen. Wir haben wenig zugelassen, wenig Chancen und mit der Defensive kann man natürlich zufrieden sein. Offensiv ist es natürlich ausbaufähig. Jetzt habt ihr gewonnen gegen den LASK, wollt jetzt heute nacherlegen. Ist das jetzt gefühlt für dich irgendwie ein bisschen ein Dämpfer, weil mehr erwartet worden ist oder eher nicht? Erwartet. So wie ich schon gesagt habe, ich habe ein schweres Spiel erwartet. Man darf jetzt nicht den Fehler machen, das LASK-Spiel mit dem heutigen zu vergleichen. Ich glaube, das sind zwei komplett verschiedene Herangehensweisen, gegen eine Mannschaft zu spielen, die das Spiel macht, die offensiv spielt oder so wie heute Alltag, die sehr destruktiv gespielt haben, sehr defensiv gespielt haben, obwohl sie, wenn man sie lässt, auch gut Fußball spielen können. Also das zu vergleichen wäre schwierig. Natürlich hätte man den Fans heute gerne einen Heimsieg geschenkt, aber im Moment ja, kann ich nicht hundertprozentig werten, ob das jetzt enttäuschend ist oder ich denke, dass wir mit dem Punkt gut leben können und das ist sicher kein Beinbruch für uns. Und man sieht auch, dass die Mannschaft vom Selbstvertrauen wächst und sich gut präsentiert. Aber du sagst, zweite Halbzeit hat der Alltag ein bisschen mehr gemacht fürs Spiel. Ihr habt auch mehr Räume gehabt, habt zeitweise ganz gut kombiniert. Warum dann diese fehlende Präzision? Weil es wären ja Möglichkeiten gewesen, dass man durchspielt. So wie ich schon gesagt habe, also es war teilweise überhastet. Man hat gesehen, dass sie unbedingt wollen, dass sie in die Tiefe gehen, dass sie Räume öffnen. Die Räume waren da, die haben wir dann bespielt, aber am Ende waren wir nicht zielstrebig genug, dann in diese Räume zu spielen und den Abschluss zu suchen. Stefan Oehlerer, Ö-News.
Du hast in der zweiten Halbzeit den Ohio gebracht und dann in der 67. Minute nochmal zwei, Teigl und Huskovic. Wie warst du mit den Spielern, die du gebracht hast, zufrieden in der zweiten Hälfte? Ja, ich muss, wenn man schaut, Teigl hat seine Sache okay gemacht, hat versucht, über die Seite Druck zu machen. Zwei, drei Aktionen ist ihm das gut gelungen. Nach hinten ist wenig bis gar nichts passiert. Huskovic hat wieder Schwung gebracht, hat zwei, drei wirklich sehr, sehr gute Aktionen gehabt. Der Junge entwickelt sich richtig gut, aber Riesenfreude mit ihm und deswegen bin ich wirklich zufrieden mit ihm. Christoph König von Vorarlberger Nachrichten. Sowohl Austria als auch Altach hatte man das Gefühl, es sind noch zwei Mannschaften, die sowohl sehr wenige Tore geschossen haben, als auch wenige erhalten. Man hatte bei beiden das Gefühl ein bisschen, man will das letzte Risiko nicht gehen. Kann man sich das auch vielleicht noch ein bisschen ankreiden, dass man vielleicht noch die Spur drüber geben muss und noch ein bisschen mehr Risiko nimmt? Ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir kein Risiko gegangen sind. Wir sind des Öfteren sogar zu viel Risiko gegangen, weil wir versucht haben, oder weil wir nicht geduldig genug waren, eine Situation auszuspielen, die Räume zu bespielen. Da haben wir einfach zu schnell in die Tiefe gespielt. Dadurch wird es ungenau teilweise, weil der Pass noch nicht gut vorbereitet ist, weil die Ruhe nicht da ist. Also wir versuchten auch, und das kann man der Mannschaft zugute halten, mit 10 Mann das Spiel noch zu gewinnen. Also der Wille war absolut da und das spreche ich der Mannschaft nicht ab. Thomas Schenk von der APA. Ich habe eine Frage, Wingen. Du hast heute auf den Kader gesetzt vom LASK-Spiel. Jetzt war Fitz Martins, sind die jetzt fürs Cup-Spiel wegen Kapfenberger Thema? Oder was war da der Grund dafür, dass die jetzt noch nicht geschafft haben? Ja, Martins hat bei den Amateuren gespielt. Der ist lange ausgefallen. Der war körperlich noch nicht so weit. Der war eine Überlegung fürs Spiel. Aber in den Trainings hat man dann gesehen, dass ihm doch noch ein bisschen das Timing fehlt und die Abstimmung fehlt. Deswegen haben wir versucht oder haben wir ihm Spielzeit bei den Amateuren gegeben, damit er dann in den nächsten Spielen ein Thema ist. Und das und die Kaderzusammensetzung war deswegen, weil ich die Woche die Mannschaft beobachtet habe. Jetzt haben sie viele aufgedrängt, es waren schwierige Entscheidungen. Die Spieler sind alle nah dran, es ist keiner, der irgendwo extrem abfällt oder sich was zu Schulden kommen lassen hat. Das ist halt einerseits das Schöne, dass ich jetzt Entscheidungen treffen muss. Andererseits ist es für die Spieler natürlich schwierig, wenn sie dann nicht berücksichtigt werden. Okay, dann sagen wir Dankeschön. Damit kommt gleich. Schönen Abend, schönes Wochenende.